Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, einen tollen Start ins Wochenende und eine wunderschöne neue Woche wünsche ich dir. Je nachdem, wann du dieses Video schaust, such dir einen Satz aus. Ich bin Dani und ich nehme dich heute mit auf meinen zweiten Blick. Wir schauen uns mal wieder auf den zweiten Blick eine Box an. Welche Box? Habt ihr schon gesehen? Die Blissim-Box Juli 22. Hier habe ich sie. Ich muss gestehen, die Box habe ich nicht mehr. Ich habe sie verschenkt. Sie war so schön. Also sie sah quasi aus wie dieses Muster hier. Hat sich komplett durchgezogen. Und geht schon los mit Räuspern. Na Mensch, sind wir schon eine Minute? Nö, noch nicht. Gut. Die Box habe ich leider nicht mehr. Die habe ich verschenkt. Ist aber auch gar nicht so wild. Wir kriegen das trotzdem hin. Hier ist unser Flyer. Dieses Muster hatten wir im Juli. Wir schauen jetzt mal. Mir ist gerade selber mein Nagellack aufgefallen. Aber passt ganz gut, ne? So. Ich bin noch, ich glaube, ich habe es jetzt in ein paar Videos gesagt, ich bin frisch aus dem Urlaub zurück. Bin noch so ein bisschen noch braun, noch, das müssen wir ausnutzen jetzt hier. Mal gucken, wie lange. Und da feiere ich diese Farben auch so, ne? Diese neonleuchtenden, fröhlichen Sommerfarben. So, weil ich verrückt bin, habe ich auch eine Kerze angemacht. Mir war so. Ich finde es ganz schön. Und das ist die Kerze von Sassi. Ich hatte ein Tauschpaket mit Sassi von das Sassi-Kind. Ich war vertauscht. Ich verlinke euch das mal hier oben, während ich hier nur ein bisschen rumwedel. Und ich glaube, ich brauche einen Ventilator. Pff, Sassi. genau. Und jetzt fangen wir einfach mal an mit unserem zweiten Blick. Soll ja nicht so lang werden. Die Blissim-Box kennt ihr alle. Die Blissim-Box kommt ursprünglich aus Frankreich. Ich wollte sagen, aus Mai. Ich weiß nicht warum. Ich bin jetzt professionell. Oh, ursprünglich aus Frankreich. Seit ein paar Monaten gibt es sie auch in Deutschland. Ich glaube, bei der zweiten Box war ich dann schon dabei und finde die total gut. Das ist, ich bin so begeistert. Das ist mal so eine ganz andere Box irgendwie. Es sind zwar alles Boxen mit Kosmetikprodukten, Pflegeprodukten, aber die hat erstmal ein anderes Format. Die ist ein bisschen kleiner. Habe ich jetzt gerade eine andere stehen? Nein, die ist ein bisschen kleiner, die passt auch in die Hand. Ich verlinke euch das Video, wie ich es ausgepackt habe. Dann seht ihr ja, wie die Box aussieht. Ne? So. Da sind Marken drin, die einen Hintergrund haben. Erzähle ich euch gleich mehr zu. Ich habe, ich glaube, ich glaube fast nur vegane oder auf jeden Fall Peter-approved Marken. Vegan ist ja nicht immer ganz so einfach, aber auf jeden Fall cruelty-free. Also ohne Tierversuche. Und die Box selber kostet 14,90 €. So, ihr könnt, ich überlege gerade, jetzt geht's wieder los, diese ganze Planerei hier. 5 Euro sparen auf eure erste Box. Heißt, ihr könnt 9,90 € für die erste Box bekommen. Ich verlinke euch das hier unten. Dann geht ihr da einfach auf diesen Link und bekommt eure allererste Box. Das wäre jetzt aktuell die September-Box. Für 9,90 €. Schaut bitte unbedingt nach, auch wenn mir das jetzt nichts bringt, aber wenn ihr auf die Seite geht, könnt ihr bitte schauen, ob es irgendein anderes Angebot gibt. Manchmal gibt es das Angebot, dass ihr eine Mascara zur ersten Box dazu bekommt oder ein Nagellackset oder sowas. Dann zahlt ihr aber den vollen Preis. Heißt, entweder ihr nehmt meinen Link und zahlt 9,90 € für die Box oder ihr nehmt dieses ohne Link. Einfach ein neues Abo, dann zahlt ihr 14,90 €, kriegt aber irgendein Special dazu. Also schaut nach und informiert euch. Wenn ihr meinen Link nehmt, bekomme ich auch 5 Euro, glaube ich, auf meine nächste Box. Ich glaube ja. Ich schaue gerade hier, was hier so draufsteht, ne? Aber es steht ganz groß 5 Euro, also wird es so sein. Wenn ihr meinen Link nehmt, dann bezahle ich auch 9,90 € für die nächste Box. Und wenn ihr den nicht nehmt, dann bekommt ihr irgendein extra Goodie dazu. Also überlegt es euch vorher, nur dass ihr Bescheid wisst, ne? Dass das nicht verknüpfbar ist. Ich kann euch aber auch sagen, ich schreibe tatsächlich relativ häufig mittlerweile mit Blissim über E-Mail oder auch über Insta. Und ihr könnt immer, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Anmerkungen, auch zu Marken und so, das mache ich auch, an hallo@blissim.de schreiben. Ich habe euch das mal hier eingeblendet. Die Antworten, die sind total nett, die sind total bemüht. Ich finde auch echt das ganze Konzept cool. Ja, ich muss sagen, ich glaube, das wird was Großes. Die sind auch schon groß, aber in Deutschland jetzt halt noch relativ neu. Was für ein Intro. Leute, Leute, Leute. So. Bei Blissim
könnt ihr euch regelmäßig ein Produkt aussuchen. Ihr bekommt eigentlich jeden Monat, kurz bevor die Box versandt wird, ein, du hast die Wahl, dann gibt es 5 Tage oder so, in denen du wählen kannst. Konnten wir hier auch. Hier ging es um die Beachbag. Wir haben nämlich eine Tasche bekommen. Schaut mal. Das ist sie. Sie sieht nicht mehr ganz so neu aus, weil ich sie benutzt habe. Das ist ja das beste Zeichen. Ne? Die war im Urlaub dabei. Wir hatten hier die Wahl zwischen diesem Puderrosa und ja, so ein Minzgrün, würde ich sagen. Ja, so ungefähr so der hier, der Ton. ich habe mich für die entschieden, wobei es mir gar nicht so leicht gefallen ist. Ich fand mich beide toll. Dieses Grün finde ich auch immer, egal. Das ist sie. Sie ist, ich glaube, irgendwie 52 x 35 cm groß oder so. Wir hatten sie tatsächlich sogar als Handgepäck im Flugzeug dabei. Sie ist nicht verschließbar, falls ihr das jetzt denkt. Aber da waren Leute, die hatten all die Tüten dabei als Handgepäck. Ne? Also das funktioniert auch gut. Hier an der Seite ist ein Blissim-Schild dran. Schild, das müsst ihr einmal wissen. Und was mir beim Unboxing gar nicht aufgefallen ist, es steht hier tatsächlich überall auch noch drauf. Blissim, seht ihr es? Aber halt total schick gemacht. Also fällt gar nicht groß auf. Super, hier hat viel reingepasst. Super Ding. Wird weiter benutzt. Kommt wieder, wird wieder weggepackt. Ach nee. Erstmal lasse ich sie für euch liegen. Ne? Wenn ich es jetzt wegpacke, dann... Das war das erste Teil. Ich glaube, ich meine, sie hat den Wert von 18 Euro. Haben sie so angegeben. Kann ich jetzt aber nicht groß nachprüfen. Aber es ist doch ziemlich dicker Stoff. Also... Passt schon. Ist echt gutes Ding, muss ich sagen. Dann hatten wir diese Creme von NYX. NYX Creme Fresh. Das war so ein 3-in-1-Ding. Lass mich mal nachdenken. Das war, glaube ich, Maske, Cleanser oder Feuchtigkeitscreme. Bist du das gewesen? Creme Fresh de Beauté 3-in-1. Genau. Als Creme zum Abschminken oder als Maske. Ich muss sagen, ich benutze es, wenn, dann zum Abschminken. Alles andere als Creme ist es mir zu fett. Also es ist halt eine Creme Fraiche, das passt ganz gut. Das ist so eine weiße Creme. als Creme ist es mir zu fett, als Maske. Es gibt mir nicht das Gefühl von der Maske. Also da müsste ich, glaube ich, zu viel auftragen. Das war irgendwie... Es ist so eingezogen und da waren Reste drauf und nee, war nicht meins. Aber zum Abschminken funktioniert es gut. Und dafür, ich meine, es sind jetzt 15 Milliliter. Bei Blissim sind meistens nicht die allergrößten Größen drin, was ich aber voll in Ordnung finde. Es sei denn, ich finde es so gut, dass ich es mehr haben will. Kommen wir auch noch zu. Aber das Ding benutze ich als Cleanser und finde ich gut dafür. Funktioniert gut, brennt nicht, stinkt nicht. Ja, voll in Ordnung. Ah, jetzt geht es nämlich los. Jetzt haben wir eine Marke, Madara. Seht ihr das? Dieses Teil. Ich sammle gerade, oder ich suche Coupons, ich suche die besten Angebote, um danach zu bestellen. Das ist eine Stammzellen angereicherte Feuchtigkeits-Lichtschutzfaktor Tinted Cream, so. Wie steht es denn offiziell? Plant Stem Cell Age Defying Face Sunscreen. Okay, also offiziell ist es ein Stammzellen Anti-Aging Sonnenschutz, aber der ist gefärbt. Das ist, ist da noch ein bisschen was drin? Ach da, so, seht ihr das? Das Ding, ich spare es auf, ich zeige es euch jetzt nicht auf der Hand. Das ist ganz leicht, es riecht total gut. Das ist das perfekte Ding für den Sommer. SPF 30, ja, es könnte höher sein, aber wahrscheinlich funktioniert es dann einfach nicht mehr von der Formulierung. Du hast einen Breitbandschutz dabei, heißt, das ist eine super Grundlage, es schützt alles, deckt alles ab, UVA, UVB. Und es ist nicht wie so eine klassische Lichtschutz, Sonnenschutzcreme, sondern es ist wirklich... Es lässt sich so gut verteilen. Es fühlt sich an, als ob du deine Haut pflegst und es kaschiert dabei. Also ich habe, das ist wie eine Mascara, wie eine Foundation. Ich zeige es euch hier nochmal. Madara, merkt euch das mal. Geht mal auf die Homepage. Ich bin total begeistert. Ich habe das aufgetragen und dachte so, oh, ich will das jeden Tag benutzen. Ich finde es richtig schön leicht. Du kannst es halt auch im Sommer auftragen. Es ist überhaupt nicht cakey oder so, weil es wie so ein bisschen so eine BB-Cream ist. Du hast aber einen Lichtschutzfaktor dabei
Und du hast richtig Pflege. Also du nicht im Sinne von fettig, nahrhafte Pflege. Wie heißt denn das? Wisst ihr, was ich meine? Es liegt nicht auf der Haut, sondern es fühlt sich einfach an, als ob du dir so ein Serum einarbeitest und danach gut aussiehst. Ich finde es richtig gut. Ich war dann auf der Seite. Das ist eine richtig coole Firma, Madara. Die wurde von vier Frauen gegründet, in Lettland, meine ich. Und es ist tatsächlich offiziell eine Naturkosmetik-Firma. Ihr könnt mal schauen. Also, es ist so eine richtig Female Fauna. Jetzt habe ich es echt fünfmal gezeigt. Female Fauna Firma mit tollen Produkten. Da sind noch mehr Sachen. Wie gesagt, ich muss da irgendwie mal bestellen. Eigentlich denke ich mir, ich krieg so viele Beautyboxen, ist Quatsch, danach zu bestellen. Ne? Aber ich finde das richtig gut. Ich habe mir das ein bisschen durchgelesen, die Geschichte da, dass es tatsächlich offiziell Naturkosmetik ist, aber trotzdem so. Also man würde es nicht denken auf den ersten Blick, auch vom Geruch her und so. Ich lieb's richtig. Also ich war wirklich eine ganze Weile auf dieser Homepage und habe mir das alles angeguckt. Richtig cool. Also Blissim, ihr könnt das gern öfter machen. Ich bin dabei. Madara, mach mit. Ich mach mit. Wirklich. Richtig cool. So. wenn ich mir dann mal was bestelle, ich sag jetzt wenn, nicht wann, wenn, falls, soll ich euch das hier mal zeigen, was sie noch so haben, was ich da so mir bestellt habe? Eigentlich will ich es ja nicht machen, ne? Aber wenn. Ja, dann zeige ich es euch wahrscheinlich. Okay, nächstes Produkt. Polar. Das Ding ist ganz cool. Ein Solarstick. Wie heißt denn das? Sunstick. Ja. 50. Lichtschutzfaktor 50. Und am Anfang denkt man, vielleicht ist es so ein Lippenstift. Aber das ist ein Komplettstift. Meine Güte. Ein Sonnenschutzstift. Wenn ihr mit euren Kindern in den Urlaub geht. Das ist 50, ne? Ihr könnt den bei den Kindern auf die Ohren auftragen. Ich weiß nicht, wer Kinder hat, der kennt das. Man kann es auch bei sich selber machen. Die haben ihre Cappies auf, die sind von Kopf bis Fuß eingeschmiert. Und du kannst immer schön Mutti mit ihrem Stift hinterher und die Ohren nochmal einschmieren. Ihr könnt das richtig schön hier oben, da ist nichts passiert. Also wir hatten jetzt Urlaub, wir waren wirklich. Es war so warm. Ich bin es nicht mehr gewohnt, offene Haare zu haben, weil wir waren eigentlich nur in Badesachen mit Haare hoch und Sonnenschutz nachtragen. Also es war unglaublich. Wir hatten jeden Tag fast 40 Grad, einmal über 40 Grad. Die Sonne hat geballert. Gut, dass wir einen Pool hatten, ich sag's euch. Und auf jeden Fall ist der Stift total praktisch, weil du dann immer noch mal über die Nase gehen kannst, übers Ohr. Es hat funktioniert, das kann ich euch sagen. Hier sind 4 Gramm drin. Es hat funktioniert. Es hat nicht gebrannt. Es hat nicht komisch gerochen. Keiner ist verbrannt. Coole Sache, aber Polar ist sowieso auch eine gute Sache, ne? Eine gute Marke. Wenn ich mich zurück umdrehe, dann spielt das Licht immer ein bisschen verrückt. Das Licht ist nicht gewohnt, dass ich ein bisschen braun bin. Daran liegt's. Meine Kamera so, wer bist du? Okay, ich höre auf. Guck mal, wenn hier ein Spiegel liegt, dann spiegelt, na egal, dann reflektiert das Licht. Was erzähle ich euch denn hier? Hört auf, aufhören, aufhören, aufhören. So, dann haben wir Sophia und Mabel. Sophia und Mabel, da hatte ich euch gesagt, wir haben schon öfter Produkte gehabt. Ich informiere mich mal. Habe ich getan. Sophia Mabel ist auch Peter-approved. Kann ich euch hier auch einblenden. Die sind auch cruelty-free. Das hier ist ein Augenbrauengel. Die Verpackung ist ganz cool, ne? Also das sieht echt schick aus. Dann habt ihr hier eine rosane Verpackung und euer Gel. Tada! Das sieht so aus. Ich muss sagen, das ist in Ordnung. So, ich glaube, dass es für viele von euch super ist. Für mich ist es in Ordnung. Aber einfach aus dem Grund, es ist Geschmackssache, ich mag lieber große Bürstchen. Was haben wir denn hier? Also so, ne, solche richtigen Spoolies. Ich mag das auch lieber in den Augenbrauen, auch mit dem Gel. Ich weiß aber, dass viele es mögen, wenn das so kleine Bürstchen sind. Weil das dann mehr, weil sie es besser greifen können, besser damit arbeiten können oder so. Vollkommen in Ordnung. Für mich ist es halt auch in Ordnung, aber ich mag lieber große. Meine Güte, so. Und der Halt ist medium stark. Also es ist nichts, es ist kein Kryolan, wo das richtig klebt und ihr da richtig feste Augenbrauen habt. Es ist ein gutes Augenbrauengel, so Punkt. Es ist einfach,
Ich würde jetzt mal sagen, wie wenn ich in der Drogerie ein Augenbrauengel kaufe. Es funktioniert, es ist durchsichtig, es klumpt nicht. Es macht aber auch nicht die Haare total hart, sodass es. Ich überlege gerade, soll ich es einfach mal machen? Ach, kommt. Ach, kommt. So viel zu kurzen Videos, ne? Jetzt habe ich es schön brav wieder eingepackt. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. Was soll's? Was soll's? Also, hier ist das Bürstchen. So, es ist kurz, aber es ist halt schon relativ groß, hoch, breit, wie auch immer. Und dann könnt ihr hier quasi. Seht ihr das, wie es glänzt? Sieht man das in der Kamera? Es ist ziemlich nass, es trocknet aber an. Es ist nicht weiß am Anfang oder so, aber es ist jetzt auch kein Augenbrauengel, das extrem krass definiert, die einzelnen Haare stark fixiert und ihr damit so richtige Fluffy Brows kriegt oder so. Wie heißt das? Feather Brows. Es ist einfach ein normales für den Alltag. Es ist vollkommen in Ordnung. Jetzt habt ihr sogar eine Anwendung gesehen. Unglaublich, ne? Genau, ein durchschnittliches Augenbrauengel, würde ich sagen. Was uns wichtig war, worüber ich mich informieren wollte, ist, es ist Cruelty Free. Peter approved. Sehr schön. Dann haben wir ein Conditioner. Also Après-Shampooing steht da drauf. Après-Shampooing ist für mich ein Conditioner. Heißt, ich wasche meine Haare und danach einmal kurz. Ist auch total clever, sich noch eine Kerze anzumachen, wenn es eh schon so warm ist, ne? Es ist ein Conditioner. Heißt, ich wasche meine Haare, trage den Conditioner auf, also massiere ihn ein, wie auch immer, in die Spitzen, also Längen und Spitzen. Oben bitte kein Conditioner einmassieren. Dann wasche ich mich, peel mich, was auch immer, und dann mache ich den Conditioner raus und es ist gut. Ich muss sagen, ich habe das, glaube ich, beim Unboxing schon gesagt, oh, das riecht wie Grapefruit, und zwar wie diese weiße Pelle, dieses, also wenn du sie pelzt, dann ist da ja bei Zitrusfrüchten so ein weißes, was ist denn das, diese Haut da. Genau, und so riecht das wirklich. Und ich muss halt sagen, der Geruch bleibt auch in den Haaren. Da musste ich mich so ein bisschen dran gewöhnen. Also es ist jetzt nicht schlimm, wenn es alle ist. Es ist auch fast alle. Ich glaube, einmal passt noch. Es ist, also du riechst es immer wieder und denkst, was ist das? Ach so, das ist das, der Conditioner. Weil es halt nicht dieses klassische fruchtig-süße ist, sondern wirklich diese weiße Pelle. Wisst ihr, was ich meine? Was nichts Schlechtes ist, aber es ist ungewohnt. Es ist schon ungewohnt. Und funktioniert aber gut. Also meinen Haaren geht's gut. Jetzt wieder. Wie gesagt, Urlaub. 2 Wochen Pool, Salzwasser und Sonne. Als ich hier wieder angekommen bin, habe ich die erstmal dreimal gewaschen. So richtig schön einschamponiert und alles rausgewaschen. Dann halt den Conditioner rein. Jetzt geht's ihnen wieder gut. Die armen kleinen Löckchen. Nee, Locken sind es nicht. Ihr wisst schon. Genau, super. Und dann habe ich noch ein Produkt, da war noch Kusmi-Tee drin, als extra noch oben drauf. Das war so eine, wie heißt es? Metalldose, 25 Gramm oder so. Was steht hier drauf? Ich glaube, es war unterschiedlich. 25 Gramm und auf der Metalldose stand aber 20 Gramm, also eins von beiden. Wir einigen uns auf 22,5. Habe ich weitergegeben. Ich hatte ja gesagt, wer aber meinen Code bestellt, der kriegt ja dann das extra nicht, was es eigentlich geben würde. Und dann hatte ich das extra einmal hier. Und habe es dann verschenkt. Also für diejenige, die über meinen Code bestellt hat und deshalb über aufs Extra verzichtet hat, habe ich das extra geschickt. Derjenigen, ihr wisst doch, was ich meine. Okay? Und da habe ich den Tee noch mit dazu gepackt, weil sie meinte, sie mag den Tee. Perfekt. So, habe ich nicht mehr. Ich weiß nicht, wie er schmeckt. Er soll gut sein. Ich glaube, bei dem soll gut sein, dass man ihn kalt und warm trinken kann. Das ist bei grünem Tee, glaube ich, nicht so, weil das ja bitter werden kann und so. Aber ich bin ein Kaffeetrinker. Auf eigene Gefahr oder so. Keine Ahnung. Ohne Gewehr. So, und das war's. Sind wir kurz? Ja, fast 20 Minuten. Das war die Juli-Box. Ich fand sie super. Ich versuche jetzt auch ein paar mehr zweite Blicke zu schaffen. Ich weiß, dass ihr die so mögt. Ihr schreibt mir schon, dass ihr die so mögt. Ich komme gerade nicht hinterher. Könnte auch am Urlaub liegen, aber jetzt hauen wir wieder rein, ne? Ich hoffe, euch geht's allen gut. Erzählt mir mal, ob ihr die Blissim-Box habt, ob ihr sie haben wollt. Wenn ja, wisst ihr Bescheid. Immer schön in die Infobox gucken. Ich schreibe euch noch ein bisschen was rein. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das packen wir hier nochmal hin. Zack. Ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag. Guckt unbedingt. Das ist jetzt, nee, dann ist das Werbung, wenn ich das jetzt sage. Guckt euch die Sachen mal an, die es da gibt. So. Da bestimmte Marken sind da wirklich toll, ne? Also.
Unbezahlte Werbung, ich krieg da gar nichts für. Aber wirklich, ich war ganz begeistert. Mein Highlight aus der Box: Madara SPF 30, Stammzellen, Sonnenschutz. So, war das übertrieben? Es tut mir leid, ich sage halt, was ich denke. Ich hoffe, euch geht's gut, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich möchte euch sagen: Lasst euch nicht ärgern. Tschüss.